Hallo und willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal. Heute möchte ich mal was Neues ausprobieren. Anime A bis Z. In diesem Format möchte ich euch einfach Anime vorstellen, die ich schon gesehen habe. Und vielleicht ist was Interessantes für euch dabei. Und wie der Name schon sagt, fangen wir bei A an. Daumen nach oben, Kanal abonnieren, wenn ihr nichts mehr verpassen wollt und viel Spaß. Tatsumi wächst in seinem Heimatdorf unter ärmlichen Bedingungen auf. Er geht in die Hauptstadt des Kaiserreiches, um dort um Hilfe und Beistand zu bitten. Doch vor Ort wird schnell klar, dass das glorreiche Kaiserreich bei weitem nicht so schillernd und perfekt ist, wie er hofft. Seine Freunde werden zu Tode gefoltert und Tatsumi selber wird von der mysteriösen Kampfeinheit Night Raid gerettet. Er beschließt sich, ihnen anzuschließen und gegen das diktatorische Kaiserreich zu kämpfen.情敵、葬る。あ、たつみ。情けはないのか。情け、意味不明だな。どうなってんだよ、帝都は。心でも腐っていた自分には当然の報いか。ナイトレイド。死刑だ。人が次第に朽ちるように、国もまた滅びゆく。天が裁けぬその悪を闇の中で始末する。我ら全員殺し屋稼業。 Akame ga Kill, auf Deutsch Akame ga Kill, Schwerter der Assassinen. Der Anime gehört zum Genre Action, Adventure, Comedy, Drama, Fantasy, Historical, Martial Art, Military, Romance, Shonen, Splatter, Superpower, Violence. Also nichts für Kinder, Leute. Für mich war Akame ga Kill eine absolute Überraschung. Und mit Überraschung meine ich, du weißt einfach nicht, was als nächstes passiert. Da ich nicht spoilern will, kann ich zum Inhalt nicht viel sagen. Aber steht ihr auf geile Animationen, geile Kämpfe, Kämpfe bis zum Tod, dann seid ihr hier genau richtig. Akame ga Kill gehört zu den Anime, die man gesehen haben muss. So, aber wo kann man diesen Anime schauen? Hierzulande ist der Publisher Peppermint Anime. Streamingdienste gibt es Netflix und Wakanim. Für beide Streamingdienste ist ein kostenpflichtiges Abo nötig. Zu schauen auf Deutsch oder mit Originalton mit Untertitel, was ich euch sehr ans Herz lege. Das war der erste Buchstabe. Lasst einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Und schreibt in die Kommentare ein anderes Anime mit A, den ihr super findet. Bis zum nächsten Mal. Ciao.